Wir sind schon wieder in Einzelhaft gelandet. Es ist Tag 7, zweimal Einzelhaft, zwei missglückte Ausbruchversuche. Ich glaube, mit einem Plastiklöffel einen Betonboden aufgraben ist halt nicht wirklich sinnvoll, so in dem Sinne. Ja, ja, gut. Es ist nächster Tag vom, also es ist der Morgen von Tag 7, weil wir sind halt schon wieder in Einzelhaft gewesen. Ich überlege mir jetzt einen ganz neuen Plan, einen ganz neuen, niegelnagelneuen Plan irgendwie und werde dann versuchen... Ja, was werde ich denn versuchen überhaupt? Uleck, der hat einen Glassplitter als Waffe. Ja, ich werde dann versuchen auszubrechen. Ich habe eine Idee. Man braucht irgendwie... Löffel für die Wände. Irgendwie... Ne, eine Schaufel. Und ein Poster. Und mit dem Poster kann man nämlich dann das Vergrabene, das Eingegrabene schon mal verdecken. Und dann finden die Wachen das nicht raus. Das ist ganz gut. Was ist hier? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Chevin mit einer mit meinen verlorenen Sachen gesehen wurde. Teddybär. Oh, der hat seinen Teddybär verloren. Aber gewiss doch, Ginger Man. Zu viele Gefallen aktiv. Achso, die bleiben. Ah, ich habe gedacht, die... verfallen, wenn man in Einzelhaft gesteckt wird. Es gab einige interessante Entwicklungen, aufregende Neuigkeiten für euch alle. Mit unseren Plänen für einen Whirlpool steht es gut. Hey! Wer wird da verprügelt? Oh, das ist doch Chanko. Hey, Chanko. Ja, der gar nichts. Hey, Glatzenbill? Taschen von Glatzenbill? Aber wenn ich hier so mit der Maus drüber fahre, ist es Chango und jetzt ist es Glatzenbill. Dubios. Ja, ist, glaube ich, geglitscht. Ja, ja. Passt schon. Officer. Pflaume. Ich bin ja schon hier. Mein Gott, reg dich ab. So. Jo. Jo, was hat der zu verkaufen? Ach, das ist der hier. Und Chevin müssen wir prügeln, oder? Einmal hier Chevin verprügeln und einmal Teddybär von Chevin stehlen. Aha. Okay, und was kann der Chevin? Stärke 38. Oh, der ist ganz schön intelligent. Aber stärker als ich. Das ist doof. Und ja, ich habe keine Waffe. Dann kaufen wir ihm eine Waffe ab. Eine Rasierklinge kann man nicht als Waffe nutzen. Oder doch? Schade, nee. Och, nö, kacke. Er wird verprügelt. Glatzenbill schon wieder. Ja, das ist schon wieder... Jetzt ist es Mason. Taschen von Glatzenbill. Das stimmt ja nicht. Aber der hat Klopapier dabei. Klopapier, Luxusklopapier, das ist sehr wichtig. Müssen wir mitnehmen. Oh, der Chevin trinkt Eiweißshakes, als würde der ahnen, dass wir vorhaben, ihn zu verprügeln. Da müssen wir härter trainieren, viel härter trainieren. Wir brauchen ganz viele Eiweißshakes und so Eiweißshakes, Zweideutigkeit. Schon wieder so ein perverses Spiel. Komm, 6 Wiederholungen noch, das langt dann aber auch. Okay, sind es doch 26 geworden. Und wie stark sind wir jetzt? Yeah, Stärke 44. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie eine kleine günstige Waffe. Ich glaube, wir nehmen einfach ein Messer vom Mittagstisch hier weg. Ach komm, wirklich? Hey, ich habe gar nichts getan. Ach so. Ich habe schon gedacht, die schlagen mich. Jetzt ist es Glatzenbill. Nagelpflegeset. Oh. Wir nehmen die Zahnbürstenwaffe für uns in Anspruch. So.
Damit wir Chevron verprügeln können. Klebstoff und Bettlaken. Oh, sehr gut. Ja gut, dann geben wir dem auch noch einen Löffel. Nehmen das Bettlaken mit. Ah, Hilfe! Ich habe gar nichts getan. Oh mein Gott. Ah! Lass mich doch in Ruhe. Ich wollte nur sein Bettlaken ausleihen. Ich mag das Bettlaken vom Isaac. Geht doch. Ah! Lass mich. Ich will jetzt was essen. Toll. Oh, Arbeitspensum. Scheiße, und ich bin übel müde. Oh, und ich habe ein volles... Mann, ja gut, dann lege ich alles hier kurz ab. Hoffe ich, dass keine Durchsuchung kommt. Und dann können wir nämlich ordentlich arbeiten hier. Ja, ich bin doch schon hier arbeiten. Ich habe schon von gestern eine Wäsche drin. So, 2, 3. Und die 1 kommt hier rein. So, jetzt. Und dann nehmen wir das und das. Und die 4 packen wir gleich hier rein. Und die 1 hier und die 2 da. Ah, alles tipptopp. So, jetzt habe ich doch einen richtig guten Workflow hier. Aus der Waschmaschine raus. In die Packung rein. Und dann hier rein. Okay, das war jetzt irgendwie Kacke. Na gut. Machen wir das wieder so wie vorhin. So, komm. So geht es nicht. Jetzt. 1, 2, 2, 1. Hey, 1, 2. Mein Gott. Ich bin ein guter Arbeiter. Ich möchte eine neue Arbeit. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, ich habe gar nichts getan. Hab doch gar nichts getan. Manchmal reagiert es überhaupt nicht so, wie ich möchte. Das ist doch ein bisschen ärgerlich. Jetzt. So zum Beispiel wie jetzt. So, die lasse ich jetzt einfach da drin. Passt schon. Und dann. Wo ist Chevron? Ah, hier ist Chevron. Komm her. Huh. Nein, ich verprügel ihn nicht. Keine Sorge. Komm. Ich drück dich da weg. Der darf nicht trainieren. Ich halte ihn vom Training ab. Nein, meins. Bis er mich schlägt. Oh, der hat immer weniger Bock auf mich. Muss ich irgendwas während einem Duschgang machen? Nee, scheint nicht so. Okay, gut. Chevron während der Dusche zu verprügeln, ist halt kacke. Weil das sind so viele Wärter. Und da habe ich keinen Bock drauf, den zu verprügeln, wenn alle Wärter hier rumstehen. Und vor allem ist Nackt-Wrestling nicht wirklich meine Sache. Das ist ganz schön... Ja, wir bessern uns. Look at this photograph. Der hat gerade Nickelback gesungen. Lululu. Ich muss Chevron allein erwischen. Ganz alleine. Still und heimlich. Aber das ist echt schlecht hier so. Mein Gott, ist das ein strenges Regime. Ah, er wird schon geprügelt. Huh. Komm schon. Nein, lass mich den... Jawohl, die haben Chevron erledigt. Au. Ah, au. Ich will doch gar nicht verprügelt werden. Lass mich zufrieden. Oh. So, jetzt lässt er mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Ich bin doch schon da. Abendfreizeit. Jetzt, wo ist Chevron? Wo ist Chevron? Wie sieht er aus? Rich, Mason. Ich wurde mit einem Löffel vermöbelt. Komm her! Glatzen Phil, Glatzen Bill. Hier ist Chevron. Ups. Ginger Man. Da ist Chevron. Der hasst mich. Ist mir egal. Komm her. Komm da rein. Komm da rein. Yeah, ich habe ihn verprügelt. Und jetzt kann ich den Teddybären klauen. Oh yeah. Was hat er noch? Ein Besen. So. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich ein Magazin und den Naturschwamm von Ginger Man entfernen. Das heißt, den muss ich auch verprügeln. Und dann muss ich ihm ein Magazin geben.
Hey, komm mal her, hast du ein Magazin? Nein, ich wollte dich nicht schlagen, ich wollte was kaufen. Entschuldigung! Ah! Ich wollte was von dir kaufen. So, hör mir doch zu, Glatzenfell. Officer, der möchte mich verprügeln. Mann, dass die auch alle mehr so auf Rache aus sind. Komm mal her, ich will jetzt was kaufen. Ich möchte was von dir kaufen. So, geht doch. Der hat ein Magazin. Oh yeah. Und hier haben wir Gingerman. Gingerman, ich habe was für dich. Ein Geschenk, ein Magazin. Bitteschön. Oh yeah. Und jetzt verprügeln wir Gingerman. Hahaha, erst ein Geschenk machen. Komm her. Komm her. Komm her. Ich liebe dich. Komm her, ich verprügel dich. Bam. Ups. Ablegen. Egal, so geht es auch. Und den Keks noch. Tschüss. Sorry, Gingerman. Hey, Django. Hey, Django. Ah, nee, das müssen wir machen. Wir müssen Django auch noch verprügeln. Obwohl er uns mag. Hey, Django. Was sollten wir nehmen? Schlafmittel? Er hat doch gar keine Schlafmittel. Wo ist Djangos Schreibtisch? Ich kann es sauber machen. Das mögen die Wärter. Abendappell. Okay, ich habe hoffentlich nichts. Nee, gut. Nichts Illegales dabei. So. Ich bin ganz brav. Jetzt kann ich ihr Zeug noch nehmen. Was? Er braucht ein Buch. Gewiss, ich kann dir ein Buch besorgen. Und dieser Django arbeitet wieder als Taschendieb. Zeige ihm mit ein paar Trachtprügel seine Fehler auf und ich bezahle dich. Na gut. Oh. Der hatte eine Feile dabei. Was war hier? Das heutige Essen wird mit Kaviar gereicht. Bitte nicht das Gras betreten. Hihi. Entschuldigung, die Lache war mehr als dumm. Ihr habt alle gute Fortschritte gemacht. Okay. Dann ist jetzt mal wieder Schlafenszeit angesagt. Gute Nacht, Leute. Und bis zur nächsten Folge.